Holy Ghost wurde gegründet aus einer Idee, etwas Neues zu erschaffen. Wir haben von null angefangen, ganz klein und durch naiv und von unserer Vorstellung getrieben. Ja, wir haben bei Jelena zu Hause das gemacht, im Dachboden. Wir mussten viel Lehrgeld zahlen für das, wo wir jetzt stehen. Also da gab es schon ein paar richtig heftige Momente. Ich habe auch einmal richtig krass geweint. Holy Ghost stand für einen Traum, einen naiven Mädchengedanken. Jetzt haben wir so viel dazugelernt und solche Höhen und Tiefen erlebt. Und sind durch einen Reifeprozess gegangen und sind jetzt angekommen, so wie wir glauben. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dieses Erwachsenwerden nochmal in das Label mit einzufügen. Es ist für uns jetzt Restart. Es gibt nochmal so einen kleinen Pusher. Es fühlt sich wirklich wieder wie am Anfang an. Nur sind wir jetzt eine Stufe weiter. Holy Ghost wird geschlossen, es wird ein neues Kapitel aufgemacht. Und wir haben uns ganz bewusst für einen Namen entschieden, hinter dem wir uns nicht verstecken müssen, sondern der mehr denn je aus uns herauskommt.